Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Partchen HoE4. Es sind viele spannende Dinge passiert. Ich habe Österreich angeschlossen, bin danach direkt in Italien einmarschiert, hab dem Polen den Krieg erklärt, nachdem er sich anfänglich stark gewehrt hat. Versuche ich jetzt nicht hier meine Panzer zu verlieren und ziehe mich da mal lieber raus. Das ist mir hier zu risky. Die Panzer brauche ich echt noch an anderer Stelle. Ja, gucken wir mal, ob wir irgendwo durchkommen. Vermutlich nicht, weil meine Einheiten sind hier einfach nicht so stark für eine Offensive ausgelegt. Können wir jetzt vielleicht hoffen, wenn die noch mit reinkommen und wir die Front ein bisschen verbreitern, dann wird's vielleicht was. Aber das sind halt noch zum Teil 10er Divisionseinheiten. Aber gut, über was reden wir in diesem Part? Natürlich über das Spielgeschehen, aber auch über Finanzen. Ich wurde gerade eben gefragt, wo man noch Zinsen bekommt. Da muss ich auch mal noch ein Wort in den Raum werfen, das viele total unterschätzen, und zwar das böse, böse kapitalistische Wort Dividenden. Was sind Dividenden? Dividenden sind Gewinnbeteiligungen. Jetzt nehmen wir ein Unternehmen, VW zum Beispiel, VW blödes Beispiel. Ja, ich komme halt aus Stuttgart, nehmen wir Daimler. So, Daimler hat jetzt eine gewisse Anzahl an Gewinn pro Jahr. Was macht der Daimler? Ja, was macht ein Unternehmen, wenn es Gewinn hat? Es schüttet es oftmals an seine Gesellschafter aus, an die Leute, denen das Unternehmen gehört. Das ist ganz normal. Aber wenn ihr Aktien kauft, dann gehört euch ja ein Teil von dem Unternehmen. Also wird auch an euch der Gewinn ausgeschüttet. Diese Gewinnausschüttung sind Dividenden. Im Regelfall könnt ihr damit rechnen, dass die Dividenden ungefähr 2-4% von dem sind, was ihr investiert habt. Also wenn ihr für 100 Euro investiert habt, kriegt ihr 2-4 Euro. Ich habe jetzt zum Beispiel auch für 50 Euro in ein Unternehmen investiert. Also ich wusste gar nicht, dass bei denen eine Dividendenausschüttung bevorsteht. Und dann habe ich auf einmal Gutschrift für Zinsen und Dividenden 2,04 Euro bekommen. Das fand ich so lustig. Also da habe ich 4%, also 50 Euro, 4%, 2 Euro. 2 Euro Dividenden bekommen. Die sind beinahe sicher. Es gibt Aktien, die wachsen gefühlt gar nicht. Also zumindest galten die immer als sicher. BASF und so waren so Aktien, wobei die sind, glaube ich, neulich auch mal ein bisschen geschrumpft. Aber die Leute halten diese Aktien nicht, weil sie einen Kursgewinn erwarten, also die Aktie kaufen und davon ausgehen, dass man sie in naher Zukunft für mehr Geld verkauft, sondern die Leute halten sie, um diese 4% Dividenden mitzunehmen. Und es ist eben eine Sache, die man unbedingt berücksichtigen muss, dass das noch zum Kursgewinn dazu kommt. Und jetzt kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Es gibt bei ETFs, die haben wir ja vorher schon angesprochen, die Möglichkeit, dass man ausschüttende oder thesaurierende ETFs hat. So, was heißt das jetzt? Ganz einfach, da geht es darum, wie geht man mit den Dividenden um? Weil in dem ETF, man hat jetzt zum Beispiel Aktien von Bayer und VW ungefähr, aber man hat ja nicht wirklich die Aktien, sondern den ETF, aber das ist alles ein bisschen komplizierter. Aber auf jeden Fall, irgendjemand bekommt ja hier davon Dividende. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Bei den Ausschüttenden ist es so, ihr investiert da in euren ETF 500 Euro oder so, und dann bekommt ihr die Dividende ausgezahlt auf euer Konto. Oder ihr macht es thesaurierend. Das bedeutet, das Geld wird automatisch reinvestiert. Also wenn ihr Dividenden bekommt, kommt es nicht auf euer Konto, sondern wird automatisch wieder reininvestiert. Total kostenfrei. Also euer Aktiendepot erhöht sich einfach um 4 Euro oder halt um 4% von dem, was ihr drin habt. Da könnt ihr natürlich ausrechnen, dass der Zinseszins da dann auch nochmal ordentlich reinschlägt. Weil zu dem Kursgewinn, den ihr habt, der vielleicht nochmal 4-5% ist, kommt dann nochmal 4-5% Dividende obendrauf. Wenn ich über Dividenden rede, das finde ich immer witzig, da gibt es viele Linken, die beschweren sich, ja, das ist kapitalistische Scheiße, die Reichen werden noch reicher, und da wird sich auch immer wieder drüber beschwert, wie kann man während der Corona-Krise denn Dividenden auszahlen, man sollte doch lieber den Mitarbeitern mehr zahlen. Ich habe da irgendwo die Meinung dazu, man kann sich viel drüber aufregen oder man macht mit. Also ich weiß nicht, der einzelne Mittelstand, der hat doch davon eh, das ist doch eh egal, was der macht. Warum soll man dann nicht einfach auch davon profitieren? Warum soll man denn den Reichen das überlassen? Warum sollen denn nur die Reichen immer reicher werden? Wieso kann denn nicht auch mal die Mittelschicht reicher werden? Und es geht eben, indem man da ein bisschen sein Geld anlegt. Und ich sag mal, so 50 Euro im Monat bin ich immer noch der festen Überzeugung, die hat einfach jeder. Also ich kenne kaum jemand, der das nicht hat. Also übrig hätte. So, hier kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht so leicht durch. Vielleicht würde man hier drüber noch. Nee, funktioniert nicht. Aber setzen wir den Feind mal hier unter Druck. Greifen wir an der vollen Front an. Und dann machen wir einmal Force Attack. Und dann kommen wir da vielleicht tatsächlich sogar durch. Jetzt bräuchte man natürlich noch Panzerunterstützung. Aber das ist im Gebirge schwierig. Ich habe irgendwo noch Panzerdivisionen. Aber ich glaube, die stehen irgendwo bei Polen rum. Jetzt gehen wir mal kurz. Kümmern wir uns auch mal um das Land. Da haben wir jetzt ja das Ganze ein bisschen vernachlässigt.
Auch um den Handel. Ich glaube, da genau dachte ich es mir doch, dass wir da zu viel einkaufen in Teilen. Wahrscheinlich jetzt sogar zu wenig, aber hier Aluminium, da lohnt sich es auf jeden Fall, das Ganze runterzufahren. Und hier lohnt sich es auch, das Ganze runterzufahren. So, ja, dachte ich mir, jetzt ist immer eins zu wenig. Ja. So, passt es? Ja, egal. Okay, wir haben veraltete Produktion. Das ist die Flak. Es wird auch mal Zeit, dass wir da weiter voranschreiten. Dann brauchen wir hier mal noch Fabriken. Können wir irgendwo Militärfabriken hinklatschen? So. Wir haben eh de facto gewonnen, aber ja. So, dann nehmen wir mal Panzer hier mit runter. Da ist zwar Gebirge, aber gerade ganz unten müsste es relativ flach sein. Natürlich mit strategischer Verlegung. Wir wollen ja nicht, dass der Panzer da halb kaputt unten ankommt. Und, gut. Wo holt man sich am besten Minecraft? Ich glaube, Minecraft ist so ein Spiel, das überall gleich teuer ist. Ja, Startkapital ist, woran es hängt. Ja gut, aber wenn man halt 50 Euro im Monat hat, dann ist ja ein Anfang. Und natürlich jemand, der mit 20.000 Euro, der die einfach erbt, der hat natürlich einen riesen Vorteil. Aber erfahrungsgemäß sind es auch oft die, die sich davon dann halt ein BMW kaufen oder so. Weil sie einfach gewohnt sind, Geld zu haben und nie damit strugglen mussten, irgendwie an Geld zu gelangen. Also ich bin auch der Überzeugung, jemand, der weiß, wie er mit Geld umzugehen hat und der mit null Startkapital anfängt, nichts erbt, kein Haus erbt, gar nichts erbt, kann immer noch am Ende seines Lebens besser dastehen als jemand, der relativ gut geboren ist, aber nie gelernt hat, mit Geld umzugehen. Also, wenn ihr wie ich aus einer Arbeiterfamilie kommt und nicht wirklich mit einem Erbe rechnen könnt, seht es als Chance. Euch wurde nicht alles in den Schoß gelegt. Ihr müsst vielleicht ein bisschen mehr machen, aber noch, vor allem die meisten meiner Zuschauer sind jung, noch könnt ihr den Zinseszinseffekt richtig hart für euch arbeiten lassen. Und wenn ihr das macht, und wie erwähnt, 50 Euro hat jeder, dann könnt ihr, wenn ihr mal in Rente geht, vielleicht habt ihr keine 2,5 Millionen dann, aber ihr habt auf jeden Fall paar hunderttausend auf der Kante, könnt ihr euch, wenn ihr dann wirklich allzeit mal eine Wohnung, also optimalerweise habt ihr die Wohnung schon vorher gekauft, wohnt ihr dann in eurer gekauften Wohnung, habt vielleicht nur ein bisschen was übrig für schwere Zeiten, aber ihr hockt in eurer gekauften Wohnung und das bisschen Rente, das ihr bekommt, was vielleicht gar nicht so viel ist, weil ihr jetzt nie so krass viel verdient habt, das reicht dann, weil wenn ihr in eurer eigenen Wohnung wohnt, keine Miete zahlen müsst. Also ich weiß es von meinen Omas, die wohnen jeweils in ihren Häusern, wobei die kann man quasi abreißen, nachdem die da ausgezogen sind, weil sie echt klein sind. Aber die kriegen nicht viel Rente, überhaupt nicht. Ein paar hundert Euro, ich glaube irgendwie 400, 500 Euro oder so nur. Damit würdest du in der Stadt nicht mal die Miete zahlen können. Und auf dem Land, in einem Haus, das dir gehört, lebst du halt wie ein Fürst. Und da kann man sich wirklich sein Leben schwer vereinfachen, wenn man einfach nur die Zeit für sich arbeiten lässt. Einfach nur, man macht ja nicht mal, wenn man jetzt Geld investiert, ist ja nicht mal so, als ob das teurer wäre, wenn man es später macht. Das kostet ja genau gleich viel. Man kriegt noch viel, viel mehr raus. Und wo soll man die 50 Euro anlegen? Das ist natürlich dann interessant, wie und wo. Da muss man sich ein bisschen reinlegen, lesen. Aber so irgendwelche ETFs, die möglichst gut den Markt abbilden. Es gibt ja diesen MSCI World, der im Endeffekt auf dem Papier den Weltindex abbildet, was er mäßig tut, finde ich. Aber da gibt es viele Möglichkeiten, die das machen. Ich denke mal, einfach den Markt abzubilden ist, wenn man sich nicht intensiv damit auseinandersetzen will, einfach nur das Geld irgendwo anlegen will und nichts davon wissen will, kann man das machen. Es gibt auch Leute, die sagen, okay, ich investiere total in die Zukunft. Die kaufen sich ETFs, die zwar auch irgendwo den Markt abbilden, aber speziell stärker in Technologieunternehmen investieren und so weiter. Da gibt es viele kleine Strategien. Aber wichtig ist halt, wenn man langfristig, also langfristig ohne großes Interesse anlegt, dann irgendeinen, würde ich sagen, es gibt natürlich tausend Meinungen, aber irgendeinen ETF, der das macht. Und was deine Eltern gearbeitet haben, also mein Vater hat quasi, arbeitet einfach nur eine CNC-Maschine, hat da auch keine Ausbildung oder so, weil früher halt alles ein bisschen stressiger war als heute, da mussten die Kinder halt helfen, arbeiten, da war keine Zeit für Schule, egal wie sehr du die Schule mochtest oder so. Deswegen finde ich es immer ein bisschen schade, wenn Leute sagen, ich habe keinen Bock auf Schule, weil meine Eltern, die wären gern zur Schule gegangen, sie konnten aber nicht. Und meine Mutter hat eine Ausbildung als Näherin gemacht. Das war früher auf der Alp so, wir hatten viel Textilindustrie, aber als dann halt die ganze Textilindustrie nach Fernost oder Nahost, also auch Richtung Orient, beziehungsweise in Türkei ist ja viel Textilindustrie auch, aber dann immer weiter, dann irgendwann nach Indien, dann nach China, nach Bangladesch, alles abgewandert ist, gab es hier auf der Alp halt
kaum mehr Berufe. Die Alp hat sich da sehr, sehr gut gefangen, weil wir halt viele mittelständische Unternehmen haben. Deswegen gibt es hier auch noch große Unternehmen, also verhältnismäßig mittelständische Unternehmen, aber die viele Mitarbeiter haben halt für das Verhältnis. Und deswegen hat die Region sich, in der ich wohne, ganz gut gehalten. Eben weil man ja nicht irgendwie diesen einen Riesenkonzern hat, von dem man komplett abhängig ist, sondern eben viele Mittelständler, die Geschäftsführer haben, die halt ihre 120 Stunden arbeiten oder halt eher 100 Stunden, realistischer in Krisenzeiten dann ihre 120. Und die halt wirklich, ja, richtig dafür ihr Unternehmen stehen und es dann halt um jeden Preis irgendwie durch jede Krise bekommen wollen. Deswegen, ja, finde ich, hier auf der Alp sieht man halt schon stark, dass Kapitalismus manchmal gar nicht so schlecht ist. Weil wenn du jemanden hast, der wirklich für sein Unternehmen steht, das ist Familienunternehmen, das unbedingt fortführen möchte, dann wirtschaftet der halt schon weitaus effizienter als jetzt einfach nur irgendwer, irgendein Beamter, der da einen Fahrplan für ein paar Jahre macht. Gut. Das Rentensystem wird überlastet, soll man denen dann erklären zu investieren? Ja, also ich finde, ich bin eh ein Freund von also dass man einfach sagt, okay, wir verschlanken ein bisschen das Rentensystem und man soll einfach den Leuten mehr Möglichkeiten geben, privat zu investieren, also zum Beispiel höhere Freibeträge, wenn man, also einen guten Vorschlag von einem Freund von mir, der hat halt im Endeffekt gesagt, okay, er fände es gut, wenn man zum Beispiel sagt, man darf, wenn man Aktien 10 Jahre lang hält zum Beispiel, ah lol, so viel kann ich nicht nehmen, wenn man Aktien 10 Jahre hält, dann soll man da weniger Steuern drauf zahlen, oder wenn man halt sind 20 Jahre oder so, also wenn die Aktien offensichtlich zur Rentenvorsorge gedacht sind, dann sollen sie weniger besteuert werden. Das fände ich ein ganz gutes System, weil dann hat es irgendwie so ein bisschen jeder selbst in der Hand. Klar, es hängt immer noch ein bisschen von den Eltern ab und von allem, aber wenn man natürlich als Mitte-20-Jähriger sich gleich einen fetten BMW kauft, anstatt das Geld anzulegen, um dann später in der Rente was zu haben, dann kann man das machen, aber dann soll man im Alter nicht rumheulen, dass man kein Geld hat. Ah, Leute, ich habe ein Stück Polen vergessen. Egal. Lassen wir den Spielern noch eine Region übrig. So, jetzt gehe ich aber wieder runter. Ja, ich habe es ein bisschen verkackt, aber ist ja jetzt nicht mehr so schlimm. Ja, da fehlt so ein bisschen was. Ja, habe ich dann auch bemerkt. Man kann ja eigentlich hier einfach alle Sachen auswählen machen, aber gut. So, jetzt mal sehen, was die Panzer hier bringen. Ja. Ja, schon ein bisschen was. So. Okay, ist irgendwas Spannendes auf der Welt noch passiert? In dem Fall nicht. Ich habe jetzt den Polen erobert, ja. Wir ja. Haben es bemerkt. Beziehungsweise eigentlich warst du es wahrscheinlich primär du. Nun, ich habe halt all seine Verbündeten und seine Hälfte seines Landes erobert, aber ich wäre halt ewig lang nicht durchgekommen. Oder vielleicht ich hätte ich einfach überrennen können, dann wäre ich bei ihm auch durchgekommen, aber. Ja, gut, nachdem Frankreich gefallen, werde ich dich wahrscheinlich schon eine Weile aufhalten können. Ja, ich hätte dich du vergisst, dass da russische Panzerdivisionen in Frankreich involviert waren? Ja, ja, aber ich habe jetzt auch Panzerdivisionen, die tatsächlich schon ein bisschen auf den Russlandfeldzug angepasst werden. Alter, wie viel? Ich hasse es, wenn man Land annektiert und man dann so 2 Millionen Templates hat, die man schon alle löschen kann. So, was haben wir denn hier für Truppen? Was ist denn das? Infanterie-Template 15. Ah, die wandeln wir jetzt erstmal alle um. In 20er Artillerie-Templates. So. Na, fehlt das mal. Hast du dafür die Artillerie? Ja, ja, die Artillerie habe ich tatsächlich. Die produziere ich wie ein Blöder. Ich habe nicht die leichten Panzer. Tragisch. Ich produziere übrigens immer noch die Panzer 2. Ich hätte vielleicht mal. Ich habe ja leichte Panzer in meinem Infanterie Template, weil die halt schon ziemlich viel bringen. Ich hätte auf jeden Fall mal den besseren erforschen sollen. Kann ich aber noch machen, wenn ich jetzt gleich durch bin. Nee, 2 Euro Dividende bekommt man im Jahr, nicht im Monat. Das wäre krass.
4% Gewinn pro Jahr. Das könnt ihr mal hochrechnen, was er da in kürzester Zeit macht. Sehr viel Geld. Ja. In der Tat. Heute Stream bis um 1. Nee, nee, Alina ist da. Ja, bei Riester-Rente, da kriegt man tatsächlich staatliche Förderung und so weiter. Das Problem ist, ich habe das nicht mehr ganz im Kopf, aber wir haben das mal in der Vorlesung durchgerechnet. Du hast halt eine Doppelversteuerung. Ich glaube, du zahlst halt mehrfach. Hey, was machen meine Truppen hier? Manchmal verstehe ich die KI einfach nicht. Ich meine, what the fuck, hier stehen jetzt von meinen 24 Divisionen 24 um eine einzige Provinz herum. Ach, das hast du gerade gesehen bei Frankreich da unten und Italien-Grenze. Ja, das verstehe ich nicht. Ach so. Ich habe meine Truppen jetzt auch schon irgendwie, weiß nicht, warum die das machen. So war das damals bei mir auch, wo dann alle meine Truppen auf einmal gekesselt beim Russen standen und ich nicht verstanden habe, warum. Frontlinien sind merkwürdig. Frage ist, spam ich mein Land jetzt mit Bunkern so? Nee, das wäre uncool. Heiko, kannst du bitte Memel erobern? Weil es stört mich, dass es nicht zu Deutschland gehört. Ja, Heiko, erober mal die Memel. Ich finde es witzig, wie Schweden immer noch seine Truppen da stehen hat. Da hat wahrscheinlich niemals rüberkommt. So, jetzt haben wir Forschungsdot frei, da können wir mal einen besseren leichten Panzer forschen auch mal. Ja, du kannst aber einfach zwei, drei Schiffe hinstellen, dann kommt der gar nicht mehr rüber. Beziehungsweise ich kann das gerade mal machen. Ihre Befehle. Bereit zum Ausrücken. Das hier macht dir mal gar keinen Sinn. Also ich bin ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass du das überlebst, so wie es am Anfang der Runde aussah in Frankreich. Ja gut, ihr habt ja mir sehr geholfen, also das war echt, also alleine hätte ich das garantiert nicht gewonnen. So, hier haben wir 800 Flieger. Unser nächstgrößerer Flughafen hat nur 600. Dann nehmen wir halt ein paar weniger mit. Und die noch übrig sind. Ich soll jetzt mal übrigens den Unrest unbedingt bekämpfen in Polen. Ja, ich sollte so viel. Da hat es noch einen Flughafen. Ah, lol, wenn ich Standby mache, fliegen sie auch nicht weiter. Okay. Nee. Bitte hier, danke. Habe ich eigentlich inzwischen auch mal Kass? Nee, die werden wahrscheinlich nur nach. Produziert. Aber meine, die Panzer, die halten echt lange durch mit ihrer geringen Moral eigentlich. Oh, scheiße, upsala. Ah, ne, okay, alles gut. Ach, Griechenland macht eine riesige Nebel-Invasion auf Italien, die alle fehlstarken. Ach, Gott, die ja, Truppen, die ich von Österreich bekommen habe, sind so grausam schlecht. Eigentlich sollte ich alle löschen. Das ist nämlich persönlich. Ich weiß nicht mehr, ob ich da jetzt so viel mit gerettet habe, aber es ist auf jeden Fall besser als das, was vorher war. So, hier haben wir einmal einen Mountain, da kommen wir wahrscheinlich niemals durch, aber wir versuchen es trotzdem. Weißt du, wenn ich ein richtiges Arschloch... Ah, null Angriff, geil. Heiko, wenn ich ein richtiges Arschloch wäre, würde ich dich jetzt einfach angreifen, weil du den Trupp noch immer nicht an die Front gebracht hast. An welche? An meine! Ja, wir kämpfen jetzt wahrscheinlich eh nicht mehr großartig gegeneinander, wenn ich mir auf die Uhr gucke. Ja, es ist erst 21 Uhr. Ja, aber Italien lebt noch. Ja, aber ich bezahle, dass wir das in dem Ding. Du weißt, wie lange das aushalten kann. Ja, eben. Stell da halt Garnisonentruppen hin und ab nach Russland. Ich frage mich wirklich, wo eigentlich meine ganzen Nutzkampfbomber sind. Ich habe 256, theoretisch. Vielleicht sind sie gestorben, Marco. Nee, ich habe die ja theoretisch. Also praktisch auch. Ah, die sind in Graz, okay. Graz, Entschuldigung. Ah, tatsächlich, die sind hier.
Sollte ich die aber auf jeden Fall mal umstationieren am besten. Ja. Naja, egal. Oder Griechenland sogar gelandet, aber wird direkt vernichtet. Österreich gleich Bergdeutschland. 1942, wo sind denn die Tanks? Meine Tanks, die sind in Produktion, aber es macht gerade keinen Sinn zu produzieren, weil ich so ineffizient spiele, dass ich halt so viel Panzer verliere, dass ich, lohnt sich nicht erst recht zu produzieren, Heiko? Ja, nee, ich baue nur keine neuen. So. Also ich erhalte die bestehenden quasi mit meiner Produktion. Komme ich da eigentlich durch? Wahrscheinlich nicht. Würde mich schwer wundern. Kann den Feind ja mal ein bisschen ärgern. Und Ressourcen verschwenden. Ich glaube, die Einheiten haben eh nicht so viel wichtiges Zeug drin. So. Hier nehmen wir jetzt mal auf jeden Fall den Offensivbonus mit, indem wir mal einen Angriff planen, aber wahrscheinlich nicht ausführen. Weil den Offensivbonus brauchen wir. England, Italien, da könntest du mit dem Panzer, glaube ich. Wo? Ach, da, ja, genau. Ich dachte, hier wäre ein bisschen weniger Gebirge. Also zumindest so an der Küste oder so, aber ja. Also hier ist in Italien. Italien ist ziemlich gebirgig. Das ist richtig schlimm zu erobern. Also meine Panzer, ich habe zwei Panzerdivisionen und zweimal nach dem, was Leute gesagt haben. Und ich weiß, dass es kein richtig und kein falsch gibt. Beziehungsweise es gibt durchaus ein richtiger oder so. Aber die also wenn ich Leute sage, was ist ein gutes Panzertemplate, sagen mir drei verschiedene Leute vier verschiedene Templates grundsätzlich. Aber du darfst mir gerne einen Vorschlag für ein besseres machen. Und dass ich sie nicht richtig einsetze, weiß ich, weil ich gerade eben selber gesagt habe, dass ich sie ineffizient benutze. Bereit zum Ausrücken. So, aber die müssten eigentlich Armor. Beziehungsweise mehr Armor bringt doch überhaupt nichts. Wenn der Feind die nicht pierst, dann ist mehr Armor ja eigentlich total irrelevant. Und bis jetzt hat der Feind die, soweit ich weiß, quasi nie gepierst. Also, ihr könnt es mal kurz testen, wenn ich hier reingehe. Hier. Keine der feindlichen Einheiten kommt da durch. Also, mehr Armor würde da jetzt nicht wirklich was bringen. Oh, England, Italien, da haben wir einen Durchbruch, glaube ich. Ja, sieht so aus. Schweden ist ein. Das ist geil, ist Schweden, oh Mann. Das kriegen wir auch noch hin. Jetzt auch mal die Hälfte der Truppen rausziehen. Haben die ganzen Österreicher, die sowieso noch halb tot sind. Ich zieh die jetzt einfach mal raus. Feind wird schon derzeit nicht angreifen. Sollte ich vielleicht nicht vorher ankündigen, aber. Heiko, du kannst apropos auch in Katalonien vorrücken. Truppen abgezogen. Ah, cool. Nein, da ist ein Hafen von mir einfach mal nicht gesichert. Ich meine, ich habe jetzt zwar lauter Truppen, die stehen komplett weird rum, aber warum sollte man auch den Hafen sichern? Macht ja gar keinen Sinn. Ja, welchen Hafen denn? Bei Schweden. Achso, das mit. Wahrscheinlich habe ich zu wenig Truppen. Jetzt ziehen wir mal nochmal ein paar zusammen. Der Japaner steht so viel in deinem Land, Heiko. Ja, mit dem bin ich ja verbündet. Der Schwede fährt auch irgendwo mit Truppen rum. Landet der gerade irgendwo, oder? Ja. Da standen von mir bis gerade eben keine Truppen, deswegen. Nein, so funktioniert es nicht. Wieso ist da schon wieder kein Admiral dran? Hältst du die Landung, oder? Ja, ich denke mal schon. Wahrscheinlich meine restliche Flotte. Wieso ist meine Flotte schon wieder so aufgeteilt?
Select all. Haben wir genug Öl. Schon wieder ein Part vorbei. Fast. Aber wir rücken da ja durch. Okay, warte, wo rücken wir? Ah, lol, danke. So. Die sowjetischen Gebirgsjäger und britischen Panzerdivision. Ich habe keine Zeit, das zu Micron. Also einmal bitte drauf, danke. So. Okay, dann beende ich mal kurz den Part. So, ich hoffe, dass euch der Part gefallen hat. Dann würde ich sagen, nächstes Mal erobern wir hoffentlich Spanien und Italien restlich. Würde ich sagen, bis dahin. Ciao, Leute.